Mike sitzt ja jetzt noch im Büro und arbeitet an einem Programm. Im Endeffekt bleibt uns nichts anderes übrig, als die Kundenakquise noch mehr hochzufahren, wenn wir an die Umsätze vom letzten Quartal rankommen wollen. Du glaubst, Mike sieht das auch so? Wieso? Hat er mit dir gesprochen? Ach, weißt du, er war den ganzen Abend in der Galerie. Cheers. Scheiße. Seit wann geht das wieder? Herrgott, das war doch nur ein paar Mal. Ich habe sie zufällig im Schröders wieder getroffen. Hast du ein bisschen dein Ego polieren lassen? Och, hab ich was bei dir gesagt? Ich hab Mike noch nicht mal die Freundschaft gekündigt, als ihr da was zusammen hattet. Mike ist auch nicht halb so alt wie du. Was macht er überhaupt bei dir in der scheiß Galerie? Anstoßen. Mike wird im Herbst euer Teamleiter. Das ist nicht witzig. Er war ganz rührend. Fast hätte er sich noch dafür entschuldigt. Wieso kann er mir das nicht selber sagen? Er war heute Abend im Büro und hat dich gesucht. Jetzt lenk mal nicht vom Thema ab. Wieso kriegt er meinen Job? Ich sollte es echt lassen. Was solltest du lassen? Jüngere Männer. Ach, das war doch nie ein... Was denn jetzt?